Hallöchen, ich bin's, Tobi, das ist mein Minecraft-Let's Play. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aus welcher Richtung ich jetzt komme und welche Richtung ich wollte, weil. Ja, so. So kam ich, dann ist die Aufnahme abgebrochen, dann spielt der Cursor mal für ein paar Sekunden verrückt. Weshalb ich jetzt die Orientierung verloren hatte. Hallo, Kleiner. Tschüss, Kleiner. Also, wir suchen natürlich weiter nach Niederfestungen. Beziehungsweise nach einer. Eine ist genug. Wir brauchen keine zwei, auch keine drei. Und noch mehr sowieso nicht. Scheint so, als hätten wir jetzt echt Pech. Mal ein bisschen rum, ist jetzt natürlich nicht das Aufregendste. Wir kommen von dort irgendwo in dieser Richtung. Nur so zur Orientierung. Ich werde den Rückweg schon finden. Uah. Oh, Besuch. Komm, Kleiner, weg von der Lava. Ein. So. Da ist der Guest. Das Böllvieh, also der Magma-Schleim hat natürlich überhaupt keine Magma-Creme. Oder wie es auf Deutsch heißt, verloren. Im Englischen heißt Magma Queen. Mal kurz Chunks neu laden. Da mein PC gerade irgendwie ein. Ah, da! Yay, eine Niederfestung. Vor der ich jetzt sogar ein klein wenig Schiss habe, da ich im Let's Play Hardcore genau da gestorben bin. Also natürlich nicht in dieser Welt, aber natürlich in einer Niederfestung. Und ich war natürlich auch zu blöd, genau den Part aufzunehmen. Das heißt, ausgerechnet da, wo ich gestorben war, war es ja dann nicht aufgenommen. Aber gut, dazu hatte ich das Let's Play Hardcore ja gemacht. Der bewegt sich immer dann, wenn ich gerade schieße. Ja, jetzt irgendwie blöde Guests oder Guests können nerven oder so nennen, aber das gab es ja schon. Das war ja schon vor ein paar Tagen. Ich glaube, es war jetzt Folge 15. Hier ist Erfahrung, hat er auch irgendwo eine Gasträne oder Schwarzpulver oder so verloren. Nö, sieht nicht so aus, super. Warum auch? Da brauche ich gar nicht erst zu suchen. Also hier ist ja der zweite gestorben. Beziehungsweise der erste von der Reihenfolge her. Dann gehe ich mal hier hoch und schaue, was mich hier so Tödliches erwartet. Benitas viel gefährlicher seid als Niederfestungen auch so zwischendurch lohnt spawnen können. Vorher konnten die das ja nur bei Spawnern, da war es ja nicht schlimm, aber jetzt. Naja, jetzt sind halt nicht nur Guests die einzige Gefahr. Ich finde, lohnen.
Runden waren vorher kaum ein Problem, weil die gab es halt nur bei Spawner. Okay, dort ist ein Spawner, dem gehen wir erstmal aus dem Weg. Ich weiß noch nicht, ob ich damit irgendwas machen will. Wahrscheinlich nicht, aber ich will jetzt auch noch nicht vernichten. Ja, und jetzt sind natürlich alle Lohn weg. Beziehungsweise jetzt kommen natürlich keine. Boah, es hat hier nur ein Beleuchtungssystem, ist denn nicht irgendwie so viel dunkler. Oh, super, noch ein Spawner. Darauf habe ich eigentlich keine Lust, weil dann kommen direkt vier auf einmal oder so. Und das ist mir dann zu gefährlich erstmal. Ich versuche erstmal so welche zu finden. Oder Netawarzen oder beides. Und ja, das ist gerade ziemlich blöd, dass es dauernd so laggt. Aber was soll man jetzt machen? Kann ich ja nicht ändern. Okay, jetzt sind wir hier im inneren Bereich einer Netherfestung. Hier können wir dann auch irgendwo bei so einem Treppenhaus auf Netherwarzen stoßen. Wenn wir denn eins finden. Wo kommen die jetzt her? Ach, von da. Genau, dann müssen wir hier lang. Welche waren wir noch nicht? Yay, Netherwarzen. Dann mal hier schauen. Nee, keine einzige Lohe. Aber dann sacken wir schon mal die Netherwarzen ein. Die springen da auch. Sehen, dann haben wir glaube ich erst zwei oder so in der Kiste. Deswegen sammle ich den erstmal auch ein. Dann gehen wir mal hier rauf. Habe ich da gerade was Gelbes gesehen? War da eine Lohe? Nö, scheinbar nicht. Ach, aber ein Wither-Skelett. Wo bist du? Da. Hallo. Ach, da. Komm her, mein Kleiner. Du bist doch zu groß. Weg. Hat natürlich nichts Besonderes verloren. Oh, ja, das sollten wir mal wieder ausschalten. Das grenzt ja eigentlich schon an Cheating, genau zu wissen, wie oft man sein Schwert noch benutzen kann und so. Dann sammeln wir mal unseren ersten Glowstone. Geht das mit einer Schaufel eigentlich schneller? Ich meine, ich hatte mal irgendwas davon gehört. Nichts mehr zu essen. Ja, super. Ich könnte jetzt Zombie-Fleisch essen, aber dafür müsste ich erstmal Zombie-Pigman killen. Und das ist nicht sehr gesund. Vor allem nicht, wenn hier so viele sind. Dann gehen wir mal hier lang. So, jetzt kann man hier besser lang. Hier ist nichts. Da ist eine Boah. Nö, überhaupt nichts. Nur ein riesiger fetter Schleim. Ich sehe, die Folge ist zu Ende. Das heißt, ich würde da mal sagen, tschüss und bis zur nächsten Folge.